So, jetzt haben wir das schon mal für einfache Nullstellen geklärt. Das heißt, alle Nullstellen sind unterschiedlich. Wir haben auch m Stück gehabt. Aber was passiert jetzt, wenn wir mehrfache Nullstellen haben? Zur Erinnerung, was sind mehrfache Nullstellen? Wir nehmen gleich erstmal wieder ein Beispiel. Wir wollen das Integral 5x² minus 37x plus 54 durch x hoch 3 minus 6x² plus 9x dx berechnen. Wir betrachten als erstes, wie gehabt, den Nenner. X hoch 3 minus 6x² plus 9x. Wir können hier sofort das x ausklammern und sehen dann, dass es sich beim zweiten Teil um eine zweite binomische Formel handelt. Diese zweite binomische Formel ist dann x minus 3 zum Quadrat. Jetzt haben wir eine Nullstelle hier wieder, x ist 0. Und hier haben wir x ist 3. Aber wir haben die zweimal, das sagt diese 2 hier oben am Exponenten, hätten wir dann eine 5, hätten wir sie fünfmal und so weiter. Also haben wir jetzt, wenn wir unsere Partialbruchzerlegung aufstellen wollen, eine kleine Änderung sozusagen. Und zwar beim ersten ist es genau wie gehabt. Für die erste einfache Nullstelle können wir auch x minus 3 schreiben. Und für die Vielfachheit machen wir einen kleinen Trick. Und zwar nehmen wir die x minus 3 und würden die dann, weil wir sie zweimal haben, noch hoch 2 nehmen. Hätten wir sie hoch 3, müssten wir noch einen dritten dranhängen mit hoch 3 und so weiter und so fort, bis wir die Vielfachheit entsprechend erreicht haben. Dann ist das Vorgehen aber wieder analog zu dem, was wir schon aus dem alten Video kennen. Das heißt, wir erweitern jetzt entsprechend a1 mit x minus 3 zum Quadrat, damit es passt, denn hier fehlt der Rest. A2 wird erweitert mit x mal x minus 3 hat er ja schon darunter, also ein x minus 3 noch dazu. X mal x minus 3 und A3 brauchen wir nur noch mit x zu erweitern. Den Nenner können wir wie gehabt lassen. So, wenn wir das jetzt machen, können wir wieder ausmultiplizieren. Dieser Ausdruck hier ist ja x² minus 6x plus 9. So, jetzt wird ausmultipliziert. A1 x² minus 6 A1 x plus 9 A1 plus das zusammen sind a2x² minus 3a2x. Und dann haben wir hier noch a3x durch den bekannten Nenner. Und wenn wir das jetzt sortieren, man nennt es auch Koeffizientenvergleich, dann schauen wir hier wieder oben in unsere Ausgangsfunktion in den Zähler und finden dort für x², haben wir hier, haben wir da, a1 plus a2 gleich 5. Für x haben wir hier und haben wir da, finden wir minus 6a1 plus a2 gleich minus 37. Und, achso, hier haben wir noch ein x übersehen. Also noch plus a3 gleich minus 37 und dann alles ohne x. Das ist das, was jetzt hier nicht mehr markiert ist. Den haben wir ja schon. Das sind dann 9a1 9a1 sind 54. Wenn 9a1 54 sind, dann ist a1
Entsprechend 6. Wenn ich das dann hier einsetze, a1 ist 6, dann muss a2 minus 1 sein. Und wenn ich das jetzt hier wieder alles einsetze, dann komme ich für a3 auf minus 4. Zusammen ergibt sich wieder, wir können das wieder nehmen und gucken, dass wir, was dafür herauskommt. Das Integral ist damit gleich 6. Das war das, was wir für a1 hatten, durch x. Also 6 ln x plus, dann haben wir für a2 minus 1, also minus ln x minus 3. Minus 3 drunter und dann noch minus 4 x minus 3 zum Quadrat und das ist gleich minus 4 und dann haben wir da x minus 3 hoch minus 1 und da das Minuszeichen ja dann hier wegkommt, muss da ein Plus hin, also noch 1 durch x minus 3. Und da wir mit unbestimmten Grenzen rechnen, kommt noch plus c dazu. Jetzt kann es passieren, dass man manchmal auch komplexe Nullstellen hat. Wie man das mit komplexen Zahlen beweist, brauchen Sie eigentlich nicht wissen, aber dann hat man Terme der Art, dass als Nullstelle sozusagen dasteht x Quadrat plus bx plus c ist gleich 0 und hat keine reellen Nullstellen. Das kennen Sie, wenn in der Diskriminante eine Minuszahl steht, beziehungsweise eine Zahl kleiner als 0. Dann können Sie nämlich die Wurzel nicht auflösen. Man kann aber trotzdem das Ganze rechnen. Und zwar ist der Ansatz natürlich auch hier muss man wieder mit Vielfachheiten rechnen, ist dann für einfache Nullstellen b, oder wir können auch mit a rechnen, a1 x plus a2 durch x Quadrat plus bx plus c. Oder wenn wir jetzt eine mehr der Doppelte haben, dann haben wir das so ähnlich, dann müssen wir das ja auch wieder. Ein Term haben wir x Quadrat plus bx plus c und dann noch ein x Quadrat plus bx plus c zum Quadrat und das kann man dann wieder machen mit a1 x plus a2 und hier oben drauf kommt a3 x plus a4. Und so weiter und so fort hat man eine mehrfache Nullstelle, wie eben auch schon erklärt. Dann hängt man halt entsprechend da Summanden an, bis man die Vielfachheit erhalten hat. Und hier oben kommen immer neue Variablen dazu. Auch dazu noch ein ganz kurzes Beispiel. Wir nehmen das Integral von 3 minus x durch x hoch 3 plus 2x Quadrat plus 2x plus 1, zerlegen den Nenner wieder in seine Nullstellen. Und zwar ist dann x hoch 3 plus 2x Quadrat plus 2x plus 1
zerlegbar in x plus 1 und x Quadrat plus x plus 1. Hier haben wir die Nullstelle minus 1 und hier haben wir keine reellen Nullstellen. Wir schreiben alles, was wir kennen, als Nullstellen unten drunter und obendrauf für den, wie wir das kennen, a1 und hier a2x plus a3. Jetzt wird wieder ausmultipliziert und sortiert. Und wenn man das Ganze ein klein wenig macht, kommt man auf das Gleichungssystem a1 plus a2 ist gleich 0. Wir haben nämlich kein x Quadrat. Und a1 plus a2 plus a3 ist gleich minus 1. Und a1 plus a3 ist gleich 3. Und dann bekommt man mit dem Taschenrechner heraus a1 gleich 4, a2 gleich minus 4, a3 gleich minus 1. Das heißt also, hier der obere Teil ist dann gleich, a1 soll ja 4 sein, a2 ist minus 4 und a3 minus 1. So, und das Ganze können wir dann entweder mit Integraltabellen oder auch direkt integrieren. Zum Beispiel ist der erste Summand 4 ln x plus 1 plus und dann dem Integral von diesem Ding hier. Der hintere Teil dieses Integrals sind nicht so ganz trivial zu lösen. Ich nehme das mal jetzt hier separat. Das Integral minus 4x minus 1 durch x² plus x plus 1 lässt sich auch schreiben als Minus. Und dann haben wir oben 4x plus 1 oder 2x plus 1 plus 2x plus 1 minus 1. Warum diesen Aufwand? Wenn ich x² plus 1 ableite, dann ist das hier oben genau die Ableitung. Und dann habe ich das Ganze zweimal. Also habe ich dann minus 2 mal Integral 2x plus 1 durch x² plus x plus 1 dx minus ein Integral und das Minuszeichen, also plus 1 durch x² plus x plus 1 dx. Das lässt sich mit Substitution ableiten. Hier ist eine Formelsammlung gefragt. Aber wie das funktioniert, haben wir ja schon oben geklärt.